Willkommen zum Pfad, der zur universalen Bruderschaft führt, meine Lieben. Denn wir alle sind ja göttliche Funken, die der Urflamme sozusagen entspringen, entstammen. Und es ist die Gottheit, die im Urgrund ruht, die uns hat gehen lassen, damit auch wir wie sie empfinden. Es findet ein Wachstum an göttlichem Bewusstsein statt, meine Lieben. Wenn wir das haben, kehren wir beladen mit unseren Gaben zurück zum Vater. Und dann sind wir zeitlos, ewig und sterblich im Bewusstsein. Das heißt, wir sind Gottmenschen. Die Form wird sich immer verändern. Aber wir nicht. Wir können dann sozusagen, haben Herrschaft über die Form, können sie wechseln, wie wir wollen, durch Kriya Shakti, Mentalkraft und so weiter. Und sind immer da. Auch die Einheit mit der Gottheit, jetzt kommt's, empfinden wir bewusst. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und darum müssen wir im Denken barmherzig werden. Nicht der ist stark, der 10 Leute zusammenschlägt, sondern der 10 Leute liebt. Hass kann jeder haben. Also zuschlagen geht auch ziemlich leicht. Zu hassen ist kein großes Ding, aber versuch mal jemanden zu lieben. Da kommt schon die Schwierigkeit. Warum? Weil die Materie ist chaotisch auf Konfrontation und Getrenntheit geeicht, kann man sagen. Durch ihre entsprechende schwingungsmäßige Struktur. An dieser Struktur der Getrenntheit müssen wir als Gottmenschen, als Gottesfunken, diese Einheit empfinden. Und das ist das Schwere, mein Lieben. Und darum kann das nicht in einem Leben gehen, sondern in mehreren. Aber zumindest soll doch mal der Pfad gewiesen werden. Der Mensch fällt in diese Erde, wird geboren und sieht sich und sieht andere und sagt, aha, hier bin ich, da sind die anderen, was jetzt? Aber so ist es nicht. Weil er ist sich noch nicht seiner Göttlichkeit bewusst. Wenn ein Gottmensch entsteht, oder zumindest schon mal ein geistig hochstehender Mensch, der hat schon das Gefühl der Einheit. Ihr kennt ja diesen Satz, wenn Menschen verliebt sind, möchten die ganze Welt umarmen. Das ist schon so ein Aspekt drin davon. Ja? Natürlich ist das eine bedingte Liebe, denn wenn dann der andere Mensch den nicht mehr liebt, dann gibt es nichts mehr mit Weltumarmen, dann ist man erfüllt vielleicht von Hass. Also war das keine wirkliche Liebe, es war eine Vorstufe. Und wenn wir das dann wissen und sehen, dann haben wir auch das atlantische Karma überwunden. Ich war die atlantischen Kriege meist schwarzmagisch verursacht. Und dann sind wir bereit für Kritta Yuga, Zeitalter der Reinheit. Und damit das vorangeht, also das wird uns nicht einfach geschenkt, meine Lieben. Das Zeitalter der Reinheit kommt sowieso, das ist richtig. Aber nicht unbedingt für uns. Wenn wir uns nicht auf diese Struktur einstellen, fallen wir wieder zurück ins Kali Yuga. Und müssen die vierte Runde wiederholen, in der wir uns jetzt befinden. Bedenkt das. Sonst könnte man ja sagen, ja, naja, ich komme ja sowieso dahin. So, und jetzt kommt etwas scheinbar Widersprüchliches. Ja, irgendwann einmal, mit ganz wenigen Ausnahmen, werden wir alle Gottmenschen. Der Pfad ist ja nur eine Abkürzung dieser geistigen Evolution. Denn wenn nicht, dann, oder der Pfad bewahrt uns vor vielen Leben des Leidens. Ja. Muss ja nicht sein. Wir müssen Herrschaft Mammut Chohans ein Ende bereiten, der Dunkelheit. Und das geht nicht, indem wir Angst vor ihm haben. Im Gegenteil, Mitleid müssen wir mit dem armen Monster haben. Denn, meine Lieben, das ist auch eine Wesenheit. Über die Zukunft des Mammut Chohans, also der anderen Seite der Entwicklung in der Materie, da will ich jetzt gar nichts sagen, aber eins kann ich euch sagen, wir kommen von Gott, wir gehen zu Gott. Alle Wesenheiten werden früher oder später diese Einheit haben. Und jene, die sie noch nicht haben, platzieren sich am unteren Ende und sind halt dann der Gegenpol. Denn Dualität ist in allem. Und erst in der Gottheit ist diese Dualität sozusagen aufgehoben und wird zur Einheit. Sobald sie aber in die Materie fällt, im Mula Prakrit, ist es wieder dual. Und diese Einheit, die ist da und sie ist nur abstrakt, latent eine Dualität. Versteht ihr das? Und sobald die Materie kommt, kommt wieder die Dualität. Wenn jetzt ein Gottmensch nach
Pralaya wieder manifestiert, dann hat er zwar immer noch diese Dualität, aber sie ist so minimal, dass er wie ein Buddha jederzeit wieder zurücksinken könnte in den Urgrund oder dann sagt, okay, hier bin ich und ich helfe einer leidenden Menschheit.